Hallo und herzlich willkommen im Wald, endlich mal wieder. Ich habe jetzt zwar immer noch keine Zeit, aber ich habe genug Zeit für einen kleinen Spazierziergang. Wirklich nicht weit, also für mich sind es, ich glaube, 2 Kilometer oder was das ist. So eine ganz gemütliche Spaziergehrunde, vielleicht ein bisschen mehr, 2,5 Kilometer. Aber ich habe genug Zeit, um ein paar kleine Abstecher in den Wald zu machen und habe die Kamera dabei und habe mir gedacht, da ich das letzte Mal, als ich hier unterwegs war, gesehen habe, aha, hier wird demnächst durchforstet. Wir können ja vielleicht uns mal ein bisschen angucken, welche Bäume denn markiert sind und vielleicht fällt mir ganz spontan und ohne große Vorbereitung, also wirklich völlig, ohne dass ich genau weiß, was ich hier tue, ein bisschen was Interessantes ein, was man dazu erzählen kann. Und ich habe auch keine Zeit, irgendwelche Sachen mehrfach aufzunehmen. Das heißt, ich muss immer den ersten Take gleich ins Video nehmen. Und hier haben wir auch schon das erste markierte Bäumchen. Was ich mir jetzt aber doch kurz gönne, ist eine ganz kurze Runde hier durch den Bestand, um mir einen kleinen Überblick zu verschaffen. Und während ich das tue, kann ich schon labern. Zumindest teilweise. Nachher mache ich noch einen Moment still. Und zwar, das hier ist ein Lotha-Bestand, ein ganz typischer. Also sprich, es war mal ein Fichtenrainbestand und der ist zusammengebrochen aufgrund vom Sturm Lotha 1999, der wirklich große Teile der Fichtenwälder hier in der Region platt gemacht hat. Und was wir jetzt haben, ist ein ziemlich interessantes Mischding. Mit Linde, Buche, Hainbuche, es standen früher auch noch ein paar mehr Birken drin. Die sind schon rausgenommen worden, interessanterweise. Ich dachte eigentlich, das machen die meisten Leute heutzutage nicht mehr. Oh, hier ist noch eine. Ne? Kann man schön erkennen. Aber gut, die meisten wären wahrscheinlich sowieso gestorben. Ja, aber jedenfalls haben wir zum Teil gepflanzt gehabt. Hier bilde ich mir doch stark ein, dass das so gewesen ist. Und zum Teil ist der Rest aus Naturverjüngung gekommen, weil, das müsst ihr euch jetzt noch mal schnell zum Überblick angucken, hier unten verläuft der Waldweg. Der ist nicht sonderlich schwer zu sehen, denke ich. Auf der anderen Seite hatten wir schon vor dem Sturm einen Buchenmischwald mit viel Eiche und ein paar Kastanien größtenteils, noch ein paar Ahornhörner drin. Den Wald habt ihr schon in diversen Videos gesehen, da treibe ich mich häufiger drin rum zum Filmen. Hier, wie gesagt, vor dem Sturm Fichtenrainbestand und dass die Baumartenzusammensetzung, die wir hier jetzt haben, schon so einzelne Elemente von drüben aufweist, ist natürlich kein Zufall. Das ist ja klar, dass das entsprechend hierher geweht worden ist, was die an Saatmaterial rübergeschmissen haben und das keimt jetzt hier auch. Es sind vom Fichtenrainbestand interessanterweise, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären, gerade am Waldrand noch ein letztes Stück übrig geblieben. Und das ist das hier hinter mir, ne? Also so Wälder kennt man aus vielen Teilen von Deutschland, muss man ja leider sagen. Und ja, dementsprechend wollte ich hier jetzt mal zuerst reingucken. Okay, und an dieser Stelle stehe ich jetzt hier eben in unserem kleinen Miniatur-Fichtenrainbestand, der keiner mehr ist, also die letzten Reste. Und was wir hier jetzt haben, man kann sie im Hintergrund, glaube ich, ganz gut sehen, die markierten Bäume, die sollen alle weg. Also ihr werdet hier jetzt in nächster Zeit keine Markierungen finden, die was anderes sind als soll weg. Da müssen wir jetzt auch gar nicht lange über die verschiedenen Zeichen diskutieren. Und die Sache ist die, das hier ist jetzt so eine Altdurchforstung, Schrägstrich Endnutzung. Also hier wird jetzt schon deutlich aufgelöst. Die Bäume sind jetzt auch so dick, dass man sagen kann, dass man mit denen jetzt auch schon Geld verdient. Das gucken wir uns nachher. Also soweit weiß ich es, dass das da hinten noch kommt. In einem anderen Bestand nochmal an eine ganz andere Situation, wo das Wegnehmen von Bäumen jetzt erstmal überhaupt kein Geld bringt, sondern nur welches kostet, weil Baumfällarbeiten sind natürlich teuer, das Personal muss bezahlt werden. Und dementsprechend pinke pinke. Und wenn da nicht vernünftig viel Holz pro Mensch, der so einen Baum umsägt, bei rumkommt, dann machst du mal einfach schlicht und ergreifend einen Verlust. Ist trotzdem notwendig, gehe ich nachher hoffentlich noch darauf ein, wenn ich es nicht vergesse. Wie gesagt, das ist ein ziemlich spontanes Video. Was wir aber jetzt hier eben haben, ist, dass die Dinger da schon so alt sind, dass man da schon ordentlich Geld mit verdienen kann. Insbesondere zum Beispiel dieses Teil hier. Der ist quasi ausgewachsen. Also da kann man schon sagen,
Das ist eine Endnutzung an der Stelle. Jetzt sagt man allerdings nicht, hier Endnutzung, da drüben noch Altdurchforstung. So wird das nicht gemacht, sondern man sagt schon, man hat jetzt hier entweder eine Endnutzung oder eine Altdurchforstung, damit das schön seine Ordnung hat. Insbesondere, wenn man eben aus dem wissenschaftlichen Bereich des Waldbaus die Situation betrachtet. Und hier werden jetzt halt fast, bis auf ganz wenige Ausnahmen, alle halbwegs dicken Bäume entnommen. Und für mich, jetzt kann man sich eben so ein bisschen streiten, so definitionstechnisch und so weiter und so fort, ist das jetzt hier eine Endnutzung. Dass jetzt hier der Bestand schrittweise platt gemacht wird. Also sprich, alles Alte wird rausgeholt. Aber platt machen ist insofern falsch, weil es sich hier ja eben nicht um einen Kahlschlag handelt, sondern um eine einzelstammweise Holzernte. Heißt, wir nehmen nur einzelne Stämme und bei der Entnahme der einzelnen Stämme, die wir entnehmen, versuchen wir darauf zu achten, die anderen, also wir meine ich jetzt in diesem Fall, diejenigen, die das hier tun. Ich habe hier damit überhaupt nichts zu tun, muss ich an dieser Stelle noch dazu sagen. Wir könnte höchstens heißen, die Kollegen, im Sinne von, die haben was Ähnliches gelernt wie ich. So, das meint dann das Wir, nur dass da keine Verwirrung aufkommt. Ja, und die nehmen hier jetzt, wie gesagt, so einzelne Stämme raus, lassen noch ein paar stehen und wahrscheinlich, wenn ich den genauen Plan hier jetzt richtig erkenne, das ist auch nicht immer so einfach, wenn man ihn nicht weiß, weil ich habe ja niemanden gefragt, ich stehe jetzt nur hier und versuche es zu interpretieren, dann kommen sie in den nächsten 5 Jahren oder vielleicht auch in 10 Jahren nochmal wieder und nehmen den Rest. Hier kann man es jetzt auch nochmal ganz schön sehen. Hier gibt es jetzt noch so ein paar nicht markierte dicke Stämme, da hinten steht wieder einer, der markiert ist. Es ist also so ungefähr, kann man sagen, die Hälfte der etwas dickeren wird jetzt entnommen. Die Hoffnung ist, also davon gehe ich ja schwer zumindest aus, dass das bedeutet, dass die anderen, die jetzt noch stehen bleiben, halt eben noch die letzten 10 Jahre, die ihnen noch bleiben, ich denke, es werden eher 10 Jahre sein als 5, nochmal nutzen können und nochmal ordentlich Zuwachs zuzulegen. Und wenn man jetzt die Wahl hat, welchen dieser ganzen Dinger man jetzt nun wegsägt, zum Beispiel den hier, dann nimmt man für gewöhnlich immer die zuerst, die am schlechtesten sind. Das ist von daher ganz logisch, weil dann bleiben die besseren stehen. Und was machen die, wenn die stehen bleiben? Dann wachsen sie weiter. Und wenn sie weiter wachsen, dann bringen sie noch ein bisschen mehr Geld ein. Und jetzt muss man sagen, ein guter Stamm, der legt nicht exponentiell, aber doch im Verhältnis deutlich mehr an Wert zu, wenn er dicker wird, als ein schlechter Stamm. Bei einem ganz schlechten Stamm ist es fast schon Wurst, ob man den mit 40 cm oder mit 60 oder 70 cm BHD, Brusthöhendurchmesser. Was ist ein Brusthöhendurchmesser? Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und jetzt den Baum messen möchte, dann ist der Förster faul und misst den Baum immer da, wo es am einfachsten ist. Da, wo er sich nicht bücken muss und da, wo er nicht nach oben reichen muss. Und das ist der sogenannte Brusthöhendurchmesser. Der befindet sich auf etwa 1,30 Meter. In meinem Fall ist das etwas weniger als Brusthöhe. Soll eigentlich so gedacht sein, dass da durchschnittlich der Solarplexus des durchschnittlichen Försters liegt. Und da misst er seinen Baum und da wird dann halt immer die Dicke eines Stamms entsprechend angegeben. Und natürlich, der wird nach oben hin selbstverständlich dünner. Aber wenn man sagt, der ist jetzt 80 cm, dann ist immer gemeint, der sogenannte Brusthöhendurchmesser auf 1,30 Meter. Auch wenn es bei mir dann halt eben nicht ganz mit der Brusthöhe hinkommt, weil ich zu groß bin. Ja, gehen wir mal ein Stückchen wieder da runter, weil hier komme ich zum Waldrand. Das hilft uns jetzt erstmal nicht, das ist immer so ein Sonderfall. Dadurch, dass wir halt jetzt eben hier den Sturm hatten, haben wir jetzt quasi eine Endnutzung in diesem doch älteren Bestand. Der wird so um die 70, 80 Jahre sein, könnten auch 90 sein, aber so direkt am Waldrand. Also eher, ich würde eher so gegen tendenziell 70 tendieren. Genau weiß ich es leider nicht. Das ist teilweise auch sehr schwer zu schätzen, wenn man nicht irgendwelche Ausgangswerte hat. Also schön wäre natürlich die entsprechende Forstbetriebskasse, da steht es natürlich drin. An die könnte man auch mal rankommen und das kann ich mir auch mal für ein anderes Video eventuell überlegen. Aber ja, ich mache es halt gerne alles so ein bisschen spontan, ohne große Vorbereitung. Ja, hier haben wir jetzt nur ganz wenig Zeug markiert.
Und hier haben wir jetzt, wie man auch sehen kann, noch relativ dünne Bäumchen. Das liegt daran, dass das hier eben alles umgefallen war nach dem Sturm. Habe ich eben schon erzählt. Und jetzt werden hier so die ersten Eingriffe gemacht. Ein bisschen was ist schon passiert, weil hier um mich rum steht jetzt erstmal relativ wenig dickeres Holz rum. Also diese ganze Stelle hier, das ist kein Zufall. Da ist schon mal ein bisschen was entnommen worden. Das ist sehr früh passiert. Normalerweise macht man das so früh nicht, weil das war ein Eingriff in die Dickung. Und da gibt es den schönen Spruch, Dickung soll Dickung bleiben. Heißt, wenn man erstmal so einen richtig dichten Bestand hat von dünnen Bäumchen, dann ist es gefährlich, wenn man da Löcher reinkloppt, auf gut Deutsch, weil der ist nur dadurch stabil, gegen Wind zum Beispiel, weil es halt einfach ganz viele sind und damit ein geschlossenes, homogenes Kronendach bilden. Ein geschlossenes, homogenes Kronendach hat deutlich weniger Windangriffsfläche, als wenn es jetzt ein Kronendach mit Löchern wäre, wo der Wind jeweils in die Löcher reinpfeifen kann und dann einfach an den Bäumen, die auf der anderen Seite vom Loch stehen, ordentlich rütteln kann. Da kann es einem dann passieren, dass das so Domino-Effekt-mäßig einem der ganze Bestand zusammenkracht. Kann, muss nicht. Bei Laubholz ist das Risiko noch erheblich geringer, deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, das ist ja vertretbar gewesen. Aber klassisch nach Lehrbuch macht man das eigentlich nicht. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, in der Praxis draußen im Wald läuft es selten so richtig klassisch nach Lehrbuch ab. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht wichtig ist zu wissen, was im Lehrbuch drin steht. Weil irgendwo muss man die Grundlagen ja hernehmen. Aber ja, dann muss man auch mal wissen, wann man eben von der allgemeinen Lehrmeinung abweichen kann. So, und jetzt werden wir mal ein kleines, konkretes Beispiel durchkauen. Wir haben hier jetzt drei einigermaßen dickere Bäumchen. Den da und den da. Jetzt sollen die beiden weg. Und jetzt habe ich ja eben schon erklärt, es soll immer das weg, was schlechter ist. Und was wir hier jetzt haben, ist schon so eine gewisse Auswahl und Förderung eines einzelnen Zukunftsbaumes. Haben wir auch da drüben, zeige ich euch das zweite Beispiel auch gleich mal. Ich hoffe, man kann das dann über meine Schulter sehen. Ja, da sieht man jetzt diesen Baum und da hinten, ein bisschen weiter, ja da, ist mir nicht so einfach, auf sowas drauf zu zeigen. Das ist der andere. Da wird ein Bedränger zu diesem Baum hier entnommen. Und hier bei dem Beispiel, was ich gerade hatte, da werden 1, 2 Bedränger zu diesem Bäumchen hier entnommen. Das liegt einfach daran, dass man den beiden Bäumen, bei denen die Bedränger entnommen werden, nicht die Bedränger, sondern die, für die die Bedränger entnommen werden, dafür kann ich schon mal ein bisschen weiterlaufen, das kann ich im Laufen erklären, einfach zutraut, jener hier, sogenannte Zukunftsbäume zu sein. Das sind also somit die wahrscheinlich besten Stämme, die die schönste und wertvollste Form entwickeln, wenn sie mal groß sind, die hier in diesem Bereich so rumstehen. Das vermutet zumindest derjenige, der hier jetzt so diese einzelnen Stämmchen markiert hat. Es ist in diesem Bestand sehr wenig markiert. Es gibt quasi aufgrund der besonderen Situation nach dem Sturm auch nicht so eine hohe Auswahl an potenziell wertvollen Stämmen. Das hat man halt in einem geplanten Wald, der gepflanzt worden ist oder der sich unter Aufsicht Natur verjüngen konnte, ohne vorher zusammengebrochen zu sein. Durch so einen Sturm hat man da mehr Auswahl. Da kriegt man generell deutlich mehr schöne Stämme raus und kann dann einfach besser differenzieren, welchen von den potenziell schönen Stämmen nimmt man denn jetzt. Das ist natürlich dann besser, wenn man mehr Auswahl hat, gibt es auch mehr. Die Chance ist dann höher, dass man dabei auch wirklich richtig schöne Stämme erwischt, die dann auch Potenzial haben. So, und warum nimmt man jetzt da Bedränger weg? Und dafür gehen wir hier jetzt mal in den Bestand und gucken mal, was wir hier so Schönes finden. Aha, ja, hier kann man es auch wunderbar erkennen. Hier muss ich jetzt kurz einmal das Display umklappen, damit ich das auch sehe. Also, hier haben wir jetzt den Zukunftsbaum. Das ist ein Bedränger, da hinten steht noch mal einer. Die werden entnommen zugunsten von dem. Ist für mich sehr eindeutig, weil wie ihr seht, wunderbar gerade. Das ist wirklich ein schöner Stamm. Ist, glaube ich, ja, ist ein Bergahorn. Der ist auch durchaus was wert.
den kann man durchaus fördern. Und das passt auch gut ins Gesamtbild dieses Waldes, dass man hier Wert auf Bergahorn legt. Oh, und ich nehme meine Bemerkung eingangs zurück, dass die Birke rausgenommen worden ist. Ist sie doch nicht. Die sind nur von alleine verreckt. Die Birke ist halt eben ein Pionierbaum und hier schließt sich ein Klimaxwald, also so ein richtig schön dichter Bestand. Da hat die Birke nicht viel Chancen drin. Nur sehr einzelne Birken, die hier und da hinten ist noch eine, haben hier einfach das Ganze überlebt. Dass es mal mehr waren, ist korrekt, aber die sind von alleine gestorben. Ich glaube, die hat niemand rausgeschnibbelt. Ja, aber zurück zu unserem Z-Baum. Damit der halt eben sein Potenzial, ein wirklich super schöner, wertvoller Ahorn zu werden, ausnutzen kann, kann man jetzt schön nach oben gucken und sieht dann, okay, der da steht schon arg dicht dran. Heißt, die beiden, die liefern sich so eine Art Wettrennen ums Licht. Was der da an Licht nimmt, kriegt der da nicht. Wenn der da weg ist, kriegt der sämtliches Licht, was der da nicht mehr kriegt. Also man hilft definitiv diesem Baum, wenn man den wegnimmt. Man könnte es auch andersrum machen. Und das ist halt eben eine schwere Entscheidung, weil der hier ist auch schön. Und da braucht man dann viel Erfahrung als Waldbauer, um dann wirklich genau sagen zu können, ich möchte den da fördern und das ist mein Zukunftsbaum für die nächsten 100 Jahre. Und den da, den möchte ich in einem Jahr oder je nachdem, wann er gefällt werden soll, das weiß ich natürlich nicht, hier nicht mehr sehen. Der soll weg, der da hinten auch. Es ist auch immer nicht so einfach zu entscheiden, entnimmt man jetzt bloß einen Bedränger pro Stamm, da hatten wir da hinten ein Beispiel, oder entnimmt man gleich zwei, ist es in dem jungen Baumstadium schon so nötig, jetzt gleich schon zwei Bedränger zu entnehmen. Und dafür gibt es dann wieder die Lehrbuchmeinung, dafür gibt es dann so schöne Konzepte, die eben genau das vorschreiben, in welchem Baumalter so und so viel Bedränger entnommen werden. Da steht dann meistens auch ein bis zwei drin. Also dem zuständigen Förster wird da schon noch ein gewisser Entscheidungsspielraum überlassen, ob er jetzt halt eben sagt, hier ist besser einer, hier ist besser zwei. Es kommt halt auch stark auf die individuelle Situation an. Es könnte ja auch sein, dass unser Zukunftsbaum juckt. Ohnehin schon so toll dasteht, dass man sagt, da brauche ich jetzt überhaupt keinen Bedränger entnehmen, weil die stören den alle nicht. Das kann auch sein. Denn man muss auch gucken, je weniger man in so einem Stadium, ich habe es eben schon gesagt, glaube ich, rausnimmt an Bäumen, das spart schon auch zum gewissen Grad Geld. Weil bringen tun die so gut wie nichts. Jeder Eingriff hier, der kostet mehr, als dass er bringt. Kostentechnisch. Aber man muss das Holz ja auch noch transportieren. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb man immer häufiger mal sieht, und da werde ich auch häufig darauf angesprochen in Kommentaren und per Mail, dass irgendwelche tollen Holzstapel oder jede Menge verwertbares Holz, was im Prinzip schon noch einen materiellen Wert hat, einfach mal so im Wald rumliegen und da quasi mehr oder weniger vor sich hin verrotten. Es lohnt sich halt unter Umständen, je nachdem wo das liegt, überhaupt nicht, das Holz abzufahren. Da würde man draufzahlen oder es wäre quasi ein Nullgeschäft und dann lohnt sich es auch nicht. Und wenn man selber daheim jetzt nicht zufällig gerade Brennholz braucht, als Privatperson, verhökern, da machst du keinen Gewinn, da zahlst du drauf. Und deswegen bleibt sowas dann halt einfach mal liegen. Wenn es geordnet liegen bleibt, dann hat derjenige, der es da liegen lässt, halt echt Scheiße gebaut, weil dann hätte er sich die Ordnerei vorher echt sparen können. Das ist dann halt eben nicht sehr professionell und meistens sieht man sowas dann in Privatwäldern, wo halt nicht jemand, der das Ganze gelernt hat, zuständig ist, sondern irgendein Privatmann, der halt mal guckt, wie er klarkommt. Ja, hier haben wir jetzt, hier haben wir jetzt ein krasses Beispiel. Und zwar... Oh, der ist sogar mit einem Punkt markiert, oder ist das? Nein, das ist eine Flechte. Teilweise werden sie auch mit Punkten markiert. Also das ist das, was ich dachte, was ein Punkt wäre. Aber wenn das eine Markierung wäre, dann wäre sie bei 1,30 Meter, nicht da unten. Weil der Förster ist faul und will sich nicht bücken. Und hier haben wir jetzt einen krassen Fall, weil mehr oder weniger alles, was um diesen prächtigen Ahorn, der ist wirklich schön, drumherum steht, ist markiert und soll weg. Also hier wird so richtig krass eingegriffen, was, wenn man weiß, wonach man gucken muss, schon ziemlich eindeutig darauf hinweist, dass wir es hier mit einer QD-Durchforstung zu tun haben. Wahrscheinlich. Das ist immer mit einem gewissen Fragezeichen versehen. Und das bedeutet qualifizieren, dimensionieren. Das ist so die krasseste Art und Weise, einzelne Bäume zu fördern. Jetzt gucken wir uns erstmal hier schnell um.
einmal, zweimal, dreimal, viermal, der da hinten bleibt stehen, der kommt weg. Und okay, in die Richtung bleiben sie auch stehen. Aber dieser ganze Haufen Bäume kommt weg für den. Und so krasse Eingriffe, das gibt es eigentlich, so wie ich das gelernt habe, außer es hat jemand in den letzten Jahren was Neues erfunden, nur in diesem QD, qualifizieren, dimensionieren Konzept, dass halt wirklich ganz stark das Wachstum auf den Einzelbaum fokussiert. Es kann man ganz einfach, eigentlich ist auch relativ logisch verstehen, wenn man sich vorstellt, die Blattfläche oben soll geschlossen sein. Ne? Also wenn man von oben auf den Wald drauf guckt, dann hat man ein geschlossenes Kronendach im Idealfall. Dann ist der Zuwachs optimal, weil die maximale Fläche an Boden, wo die Sonne drauf scheinen könnte, wird mit Blättern von Waldbäumen überdeckt und damit ist die maximale potenziell verfügbare Fläche für die Photosynthese ausgenutzt. Besser geht eigentlich nicht zur Holzproduktion insgesamt. Das kann der Wald von alleine, dafür braucht er keinen Förster. Was aber eben steuerbar ist, ist, wie sich diese maximal mögliche Photosyntheseleistung auf die einzelnen Bäume verteilt. Weil das gibt halt schon Unterschiede. Es kann sich auf 10 krüppelige, krummstämmige Bäume mit ewig vielen Ästen verteilen. Das mag schön aussehen, aber das bringt kein Geld. Und wir müssen da schon ja irgendwo ein bisschen gucken, dass wir hier kostendeckend arbeiten. Deswegen ist es halt sinnvoller, man konzentriert eben diese Leistung, die Zuwachsleistung, auf 4 von mir aus schöne Stämme und nimmt die 6 nicht schönen Stämme drumherum weg, in diesem fiktiven Beispiel jetzt. Auch wenn das bedeutet, dass man unter Umständen netto ein bisschen Photosyntheseleistung verliert. Weil spätestens, wenn man diese 6 Stämme rausgenommen hat, dann wird man einige Jahre lang nicht den maximalen Kronenschluss haben. Wir haben also nicht 100% der potenziellen Bodenfläche mit Blättern überdeckt und können auch nicht 100% der potenziellen Photosyntheseleistung erbringen. Aber das, was an Photosyntheseleistung erbracht wird, das wird alles dann später auch mal wirtschaftlich nutzbar sein. Und das QD-Konzept, um jetzt dahin zurückzukommen, das ist einfach die krasseste Ausführung des Ganzen. Da nimmt man pro 10 Meter Umkreis nur einen einzigen Baum, der quasi sämtliches Zuwachs in sich vereinen soll. Alle anderen Konzepte auf dem Papier gehen davon 2 oder 3 Bäumen aus oder weisen alle 3 Meter einen potenziellen Zukunftsbaum aus oder höchstens alle 5 Meter. Dieses 10 Meter Konzept, diese doch sehr radikale Fokus auf den Einzelbaum, das ist relativ neu. Ich weiß nicht, von wann genau das Konzept ist. Ich glaube von 2010, also früher bestimmt nicht. Früher bestimmt nicht, vielleicht noch ein bisschen später sogar. Das ist dann interessant, wenn man nur vergleichsweise wenig Wald hat. Dann kann man nämlich versuchen, mit dem wenigen Wald, den man hat, trotzdem hohe Gewinne zu erzielen, indem man einzelne, scheiße wertvolle Bäume heranzüchtet. Natürlich ist es auch wieder ein Problem, aber daran denkt niemand im Forst. Das ist so selbstverständlich, dass wir da eigentlich gar nicht drüber nachdenken, dass so ein Baum dann erst der Urenkel erntet. Man macht hier also was für den Urenkel oder die Urenkelin. Wahrscheinlich fällen die dann Bäume mit der Laserkettensäge oder mit dem Laserschwert oder irgendwie sowas. Aber ja, so ist es halt eben nun mal im Wald. Dieses Generationendenken, das ist so selbstverständlich, da denkst du überhaupt nicht drüber nach. Das macht die Sache auch zu so einer relativ entspannten Geschichte, weil, egal was du machst, das sieht man unter Wirkung, siehst du in 30 Jahren, kannst du sagen, ob es geklappt hat oder nicht. Selten früher. Und sagen wir jetzt mal in so einem normalen Försterarbeitsleben, der fängt mit vielleicht 25 an nach dem Studium und hat vorher noch ein bisschen was anderes gemacht und gehen jetzt mal davon aus, er wäre 25, dann schafft er 50 Jahre bis 75, wir müssen das entsprechende Rentenniveau ja anpassen. Und dann hat er noch bis 120 oder wie alt wir dann werden, in etwa Zeit, um quasi
kurz bevor er stirbt, noch sagen zu können, was seine letzten Bestände, die er beförstert hat, so gemacht haben. Ob es richtig war oder nicht. Also wahrscheinlich, wenn er dann feststellt, es war alles richtig, kann er dann gut beruhigt entsprechend sterben gehen. Und ja, diese Denkweise über Generationen hinweg, das ist einfach ganz normal. Und früher war das ja noch ganz anders. Da hat man ja Förster gehabt, die haben mit 18 angefangen und die sind mit 65 in Rente und ja, sind danach immer wieder noch in ihren Wald. Ich habe das Glück, einen sehr alten ehemaligen Förster, also die Vorvorgeneration von einem Wald, wo ich mal ein Praktikum gemacht habe, kennenzulernen. Und das war hochinteressant, was der noch für Details zu teilweise schon wirklich richtig alten Bäumen berichten konnte, die man niemals erraten könnte, wenn man das Ding nicht damals gepflanzt und über seinen ganzen Lebenszeitraum beobachtet hätte. Und dieses Generationendenken, darauf will ich eigentlich hinaus, das ist schon sehr faszinierend. Okay, jetzt gibt es ein kleines bisschen Publikumsverkehr, deshalb bin ich jetzt ausgewichen. Und jetzt gehe ich gleich wieder wohin, wo es interessant ist. Und dann gucken wir uns nochmal ein paar Endnutzungsbäume an. Haben wir nämlich hier jetzt ein paar reguläre. Die sind nicht vom Sturm betroffen. Das ist also eine ganz normale Endnutzung, in Anführungszeichen. Dann bin ich auch schon angekommen. Es handelt sich vermutlich hier jetzt um den Versuch, auch die letzten Fichten, die hier jetzt noch rumstehen, so langsam wegzubekommen. Weil, wenn man sich hier jetzt mal folgendes Bild anschaut. Fichte, Fichte, die da noch nicht, ist aber auch eine. Das Ding ist markiert, Fichte, da hinten, nein, die noch nicht. Die da, da kann man kaum sehen, ist markiert. Hier die da ist markiert, das nicht, das ist nämlich eine Buche. Nein, das ist auch eine Fichte, Entschuldigung. Das da ist die Buche. Da hinten ist wieder was markiert, wieder eine Fichte. Und da vorne nochmal eine Fichte und das da hinten direkt am Weg ist auch wieder eine Fichte. Also es ist schon verdächtig, dass das bisschen, was auf diesem kleinen Stück da, also da in der Richtung liegt, jetzt markiert ist, dass da kein einziger Laubbaum dabei ist. Und das lässt halt doch sehr den Schluss zu. Erstens mal, es ist eine Endnutzung. Weil es ist so viel markiert und so viele Dicke, das kann nichts anderes mehr sein. Wenn man jetzt sagen würde, es ist noch eine alte Durchforstung, der Bestand soll als solcher erhalten bleiben, aber man nimmt noch mal ein paar letzte Bäume raus, dann würde man niemals so viele rausnehmen. Einfach die Menge ist hier quasi das Entscheidende, was klar macht, dass der Bestand hier quasi platt gemacht wird, dieses kleine Stückchen. Und es ist auch schon ein deutlicher Eingriff. Man merkt schon gut, ich sag euch, wenn das alles weg ist, was hier jetzt markiert ist, dann wird das für mich hier schon ein gewisser Schock sein, wenn ich hier vorbeilaufe, weil das ist schon einiges. Dann ist hier doch deutlich mehr Licht am Boden. Ich stehe hier jetzt gerade doch stark im Schatten. Und das wird auf jeden Fall krass, vor allem da ich den Wald hier so kenne. Ich bin ja noch nicht so alt, dass ich es erlebt habe, dass das hier nur ein ganz, 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 ganz kleines, mit ganz, ganz dünnen Bäumchen Gebiet gewesen ist. Seit 20 Jahren kreuche ich hier rum und in 20 Jahren, klar, die sind dicker geworden, aber am Grundwaldbild hat sich doch eher wenig verändert. Und wenn die jetzt hier weg sind, und da kann ich in solchen Situationen dann schon auch so ein wenig nachvollziehen, dass manche Leute so eine grundsätzliche Aversion gegen Bäume fällen haben. Bäume fällen ist böse. Das sieht im ersten Moment dann mal krass aus, aber die sind einfach alt genug, die sind reif. Man hat sie damals angepflanzt, um damit Geld zu verdienen. Lange Jahre gewartet, auch hier so circa 70 Jahre. Das wird übrigens alles ungefähr gleich sein, gleich alt sein, dieser ganze Bereich. Also ihr kommt nicht so hundertprozentig den Überblick, in welchen Entfernungen ich mich hier fortbewege. Die ersten Bäume, die ich euch im Laufe dieses Videos gezeigt habe, die waren da hinten an dem hellen Punkt, wo der Waldausgang ist. Also überhaupt nicht weit weg. Ich habe mich jetzt vielleicht 300 Meter vom Weg her gesehen, durch die Landschaft bewegt. Natürlich insgesamt ein paar mehr Schritte gemacht, weil ich ja hier kreuz und quer durch die Gegend latsche. Aber das war nicht viel Entfernung. Und das wird alles so ungefähr gleich alt sein. So, wo ich hier jetzt wieder reingelatscht bin, das ist jetzt wieder ein reiner Lothar-Bestand, ein Vor-Lothar-Bestand.
Hier bin ich nämlich noch rumgekrochen, bis uns ein Jäger freundlicherweise, also mit meinen Kumpels damals, bis uns ein Jäger freundlicherweise darauf hingewiesen hat, dass das scheiße gefährlich ist, weil wir in der Dickung rumgekrochen sind wegen Wildschwein. Hab zuerst gedacht, ach, der labert scheiße. Nee, der hatte natürlich vollkommen recht. Aber man ist halt jung und naiv. Und was wir hier jetzt haben, hier sind nur ganz wenige Bäume markiert. Das ist eine sehr vorsichtige Durchforstung. Man könnte jetzt sagen, so eine mittlere Durchforstung. Weil das Zeug ist sehr gut gewachsen, muss man sagen, in Anbetracht dessen, dass die hier jetzt maximal 30 Jahre alt sein können. Bisschen mehr, 35. Aber viel mehr nicht. Das weiß ich genau, weil ich hier halt eben rumgekreucht bin, als sie noch ganz, ganz klein waren. Und hier haben wir zum Beispiel diesen markiert, jenen markiert, da hinten noch zwei, ganz da hinten noch einen. Also ihr seht, es ist ein recht schonender Vorgang und einfach die Zahl der Bäume, die markiert ist, lässt jetzt hier darauf schließen, dass auf keinen Fall der ganze Bestand zusammenbrechen soll, wie da hinten in dem Eck. Bis auf die Laubbäume kommt alles weg. Und hier wird jetzt so vorsichtig einzelnes Zeug, was man nicht haben will, eben entnommen. Nach dem gleichen Prinzip, was ich schon vorne erklärt hatte. Man versucht so einzelne andere Bäume, bei denen man vermutet, die sind wertvoller. Wenn sie groß sind, werden sie mehr Geld bringen als das, was man jetzt wegschneidet, so die einzelnen anderen Bäume zu fördern. Aber hier wird nicht nach dem QD-Konzept durchforstet, also nicht so richtig krass. Dass nur dieser eine Baum quasi das Rennen machen soll und alles andere, was drumherum steht, ist nur dafür da, dass es nicht allzu viel Unkraut am Boden gibt. Sondern hier wird schon auf eine generell relativ hohe Zahl von Bäumen, die man im Endbestand dann rumstehen haben möchte, gesetzt. Da kann man so mal grob ein paar Zahlen vielleicht nennen. Pro Hektar, das wird immer pro Hektar angegeben, hatte man früher so Altbäume im Fichtenbestand bis zu 200, wenn es krass gewesen ist. Und dann wurde Kahlschlag gemacht. Dann hat man das runtergefahren auf 150, 120. Und 120 ist auch was, was heute noch viele Leute machen. Ist auch nicht mehr aktuell. Aus der Wissenschaft und den neuesten Erkenntnissen wissen wir, dass man mit 80 Bäumen eigentlich fast am besten dran ist. Die wachsen dann schneller pro Einzelbaum. Und man kann unter guten Wachstumsbedingungen, auch durch die zusätzliche CO2-Düngung aus der Atmosphäre, nach 60 bis 70 Jahren spätestens ernten. Bisher oder nach bisherigen Gesichtspunkten war mit 70 Fichte schon fällen sehr, 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 sehr früh und viel zu früh. Da hat man immer grob mit 100 Jahren gerechnet. Und das hat auch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Aber wir haben jetzt durch eben die zusätzliche CO2-Düngung und den erheblich kürzeren Winter, damit einhergehend natürlich die erheblich längere Vegetationsperiode, eine deutliche Zuwachserhöhung von, inzwischen weiß man, etwa bis zu 30% kann das jetzt teilweise, bis zu 40% bei einzelnen Baumarten. Also es ist krass und dementsprechend verkürzt sich die Wuchszeit halt mal von den angenommenen 100 locker auf 70 runter, wenn man das waldbaulich, also die ganzen Kram, den ich erzähle, das ist alles Waldbau, die Wissenschaft dazu und die praktische Anwendung nennt man auch Waldbau. Also man forscht Waldbau, wäre Waldbauwissenschaft, oder man macht Waldbau, das ist dann die praktische Anwendung. Ja, und hätte man vor 100 Jahren jemandem erzählt, man fällt 2017 Fichte, die 70 Jahre alt ist, als Endnutzung, weil sie einfach groß genug ist und es keinen Sinn mehr macht, sie noch länger stehen zu lassen, die hätten einen totgeschossen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gewehre hatten sie damals alle. Alle. Jeder. Mindestens zwei. Über jede Schulter eins. Also auch wenn das hier so das hässlichste Stück von meinem Wald, wo ich halt immer rumschleiche, der gehört mir ja nicht in keinster Weise. Aber manchmal gibt es so Momente, wenn man hier drin ist und das Licht bricht entsprechend rein von da hinten, dass man hier auch wirklich irgendwie ganz schöne Bilder hinbekommt. Und auch wenn das jetzt hier nur so ein scheiß Fichtenreihenbestand ist, das hat irgendwie was. Und ich bin schon immer dieses Bächlein gerne entlang geschlichen hier. Schon immer. Also, seit ich 10 bin. Und das ist keine Übertreibung, das ist wirklich so. Mit 9 sind wir hierhin umgezogen. Ein kleines bisschen Zeit habe ich gebraucht, um rauszufinden, dass hier der Wald ist. Und seit ich das rausgefunden habe, ja. So.
Ja. Also wie gesagt, hier wird jetzt so entnommen, dass ich quasi einfach die Verteilung der Photosyntheseleistung auf ein paar mehr weniger Stämme konzentriert, aber immer noch ein geschlossener Bestand bestehen bleibt. Das ist hier auch wichtig. Würde man jetzt hier wieder drüben beim Laubholz nach diesem QD-Konzept durchforsten, dann hätte man hier viel zu große Löcher im Bestand und wie wir alle wissen, warum bei Lothar natürlich hauptsächlich Nadelholz umgefallen ist, weil es instabiler ist, weil es unter anderem im Winter Nadeln dran hat, was halt mal einen erheblich höheren Windwiderstand ausmacht, als beim Laubholz, was kahl in der Gegend rumsteht, ist es halt saugefährlich, Löcher in noch relativ eng stehende Fichtenbestände zu kloppen, wenn die Dinger noch vergleichsweise dünn sind. Wenn sie dicker werden, dann kann man nach und nach auflichten. Das ist auch so das Prinzip, was hier angewendet wird. Jetzt werden mal ein paar Stämme entnommen, später werden noch mal ein paar Stämme entnommen. Vielleicht gibt es in der gesamten Lebensdauer dieses Bestandes noch 3 Durchforstungen. 2 bis 3. Ich würde wahrscheinlich 3 machen. In diesem Stadium, wenn sie so dick sind, wie sie gerade sind, da kann man, wenn man Glück hat, je nachdem, wo man arbeitet, mit wem man arbeitet und welche Voraussetzungen, schon kostendeckend schaffen. Dass man also sagt, der Eingriff hier kostet zwar Geld, aber ich kriege auch schon ein bisschen Geld aus dem Holz und im Prinzip kommt es dann auf die schwarze Null letztendlich hinaus, wenn man Glück hat. Das kann man hier, glaube ich, jetzt fast schon annehmen. Und die beiden folgenden Eingriffe, die ich dann noch machen würde, die würden schon Geld bringen, wenn sie dann noch mal ein bisschen dicker sind. Jo, gucken wir mal auf die Uhr. Und in Anbetracht des Sonnenstandes, der zwar schöne Bilder gibt, aber auch bedeutet, jetzt ist sie dann gleich weg. Dann kommt hier unten in dem kleinen Tal, in dem ich hier rumstapfe, nämlich nichts mehr an. Und die Bildqualität ist ja jetzt schon nicht unbedingt besonders toll, dann können wir doch sehr davon ausgehen, dass ich nicht mehr allzu viel Licht zum Filmen habe und es einfach auch von der Videolänge her jetzt, denke ich, schon ein wenig ausreicht. Gefällt mir gut, wie sich dieses kleine Wäldchen hier entwickelt. Es sind auch schon mehrere Durchforstungen gemacht worden. Also man arbeitet hier nach dem sehr modernen Prinzip, das hat man früher auch nochmal anders gemacht, früh, mäßig, oft. Also man geht sehr früh rein, früher als das früher der Fall war. Also dieses Dickung muss Dickung bleiben, wird zwar noch angewendet, aber die Dickung ist schon noch ziemlich Dickung, wenn man anfängt, sie aufzudichten. Nach früheren Gesichtspunkten eben. Wenn man sich mal anschaut, mein Steckenpferd ist ja so ein bisschen die Forstgeschichte und deswegen habe ich mich auch relativ viel eben mit so älteren Waldbaumethoden auseinandergesetzt. Und ja, das geht alles schon viel schneller, viel häufiger. Und das ist auch für den Wald, ja, auf der einen Seite deutlich schonender, weil nie der Wald verloren geht. Wir bekommen dadurch was, was man Dauerwald nennt. Also es steht immer Wald da. Selbst wenn man dann am Ende die ganz dicken Stämme rausnimmt, bis die dick geworden sind in den Zwischenbereichen, wo man schon ganz früh durchforstet hat, steht dann schon wieder was Neues, Junges da. Und das Waldklima und das Waldbild als geschlossener Bestand wird im Idealfall nie durchbrochen, auch wenn man dann am Ende wirklich die ganz dicken Stämme rausnimmt. Und das sind dann ja auch nur noch 80 pro Hektar. Habe ich das eben überhaupt gesagt gehabt? Ich glaube, ich habe es vergessen, weil ich mal wieder den Faden verloren habe. Naja, jedenfalls modernes Konzept bei Fichte. 80 auf einen Hektar reichen völlig. Im Endnutzungszustand dürfen auch nur 70 sein. Man lässt lieber die einzelnen Bäume groß werden und dick werden und produziert weniger Stämme mit wertvollerem, besserem Holz als, ja, IKEA-Massenware, vorsichtig ausgedrückt, in großer Stückzahl, beschissene Qualität. Das machen wir so, zumindest nach Stand der Forschung, nicht mehr. Und in diesem Wald, wo ich mich hier rumtreibe, da wird auch ganz hervorragend beförstert, muss ich an dieser Stelle noch sagen. Nicht, dass er nachher noch zuguckt. Nein, also das ist wirklich vorbildlich. Ich bin immer wieder begeistert, dass ich rein durch Zufall, das wusste ich ja damals noch nicht, insbesondere nicht, als meine Eltern hierher gezogen sind, dass das hier mal, ja,
so ein toller Wald, also dass das so ein toller Wald ist, das konnte ich ja damals nicht beurteilen. Also es ist reiner Zufall, dass der Wald, der jetzt halt eben sehr nah hinter der Haustür liegt, auch gleich so ein hervorragend beförsterter ist, wo es eigentlich für fast alles, was ich so zeigen möchte, immer irgendwelche guten Beispiele gibt. Mit Ausnahme von Kiefern. Kiefern habe ich hier halt eben entsprechend nicht. Das ist eigentlich gut. In anderen Teilen von Deutschland gibt es davon viel zu viel. Aber wenn man halt mal, das Ding ist halt so als Survival-Baum oder Bushcraft-Baum eben interessant. Und wenn man da dann halt mal was zu Kiefern machen möchte, dann ist das schwierig. Ein paar habe ich ja. Zum Zeigen, wie sie aussieht, reicht's. Aber für irgendwelche Kienspan-Suchaktionen, das macht überhaupt keinen Sinn. Da muss ich wirklich verreisen für den Zweck. Okay, eins noch. Was ich mutig finde, ist, dass jetzt auch nah am Weg Bäume entnommen werden. Das macht man eigentlich immer zuletzt. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie viel Publikumsverkehr im Wald denn eigentlich rumstapft. Weil da weinen sie dann, ne? Also gerade so Leute, die jeden Tag mit dem Hund im Wald spazieren gehen und das seit 30 Jahren. Und dann ist plötzlich der eine Baum da weg, den sie seit 30 Jahren kennen. Deswegen wird so tendenziell, je näher man zum Wald kommt, umso vorsichtiger durchforstet und je weiter weg man von je näher man zum Weg kommt, nicht zum Wald. Und je weiter weg vom Weg man ist, desto mehr kann man reinhauen. Also natürlich nicht so, dass der Wald wirklich geschädigt wird. Das will der Förster ja auch nicht. Aber da kann man dann schon mal ja, so eine QD-Durchforstung eben machen. So ein doch relativ krasses Ding, wo dann am Anfang halt mal 6 Bäume rausfliegen für den einen Zukunftsbaum da, der da halt eben dann enormes Potenzial haben soll. So. Und dann latsche ich meinen kleinen Weg hier noch zu Ende und wünsche schönen Abend. Tendenziell ist es das ja meistens, wenn mein Zeug geguckt wird. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich fürchte dann leider wieder aus dem Keller.